Bescheid sagen. Okay, perfekt, wir sind schon live. Das ging aber heute sehr, sehr schnell. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Herr Professor Faltin, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, kurz vor unserem Entrepreneurship Summit, um noch mit mir ein wenig zu sprechen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir heute diese Stunde haben werden, aber natürlich bitte ich und auch an alle Zuhörenden und Zuschauenden, eure Fragen an Professor Faltin zu stellen. Schreibt sie einfach in den Chat rein und ich werde sie später gerne vorlesen. Aber jetzt erstmal zu Ihnen. Herr Faltin, Sie sind ja der Gründer der Tee-Kampagne, der Gründer der Stiftung Entrepreneurship und in wenigen Tagen geht es um den Entrepreneurship Summit 2022 am Samstag und am Sonntag. Jetzt ist die große Preisfrage, Entrepreneurship. Warum ist Entrepreneurship genau jetzt so ein wichtiges Thema? Also wir haben Krieg in Europa, wir haben starke Inflation, dieses Klima droht zum Kollaps zu verenden und wir reden über Gründen und wir reden über Entrepreneurship. Gibt es da jetzt nicht andere brennende Themen, um die wir uns eigentlich kümmern müssten? Natürlich, aber wir brauchen Entrepreneurship, um uns um diese Probleme zu kümmern. Man könnte ja die Aufzählung noch fortsetzen. Wir haben Probleme mit unseren Böden. Wir haben Probleme mit der Luft. Wir haben Probleme mit dem Wasser. Wir haben Probleme mit extremer Ungleichheit in der Gesellschaft. Wir haben Artensterben. Also wir brauchen uns über Themen nicht zu beklagen. Wie kann man diese Themen lösen? Mit den alten Mitteln nicht. Mit den Mitteln der Wachstumsgesellschaft verschärfen wir die Probleme. Durch den Krieg in der Ukraine wird das alles noch drängender und wir sind ja ein Stück weit in Schockstarre, wenn wir über Klima nachdenken, was dieser Krieg bedeutet für Klima und für Ressourcen, die jetzt statt in die Lösung des Klimaproblems zu gehen, in diesen Krieg gehen. Warum Entrepreneurship? Und warum Berlin? Wenn man an Entrepreneurship denkt, denkt man ja an Silicon Valley. Ich glaube, dass Berlin eine Situation hat, eine Kultur hat, eine Art von Atmosphäre hat, einen Nährboden hat für Problemlösungen. Da denke ich gar nicht so sehr in erster Linie an Ökonomie, sondern ich denke an neue Perspektiven, an eine Denke jenseits der Wachstumsgesellschaft. Und da hat Berlin einiges zu bieten. Und deswegen finde ich es toll, hier in Berlin zu sein und den Entrepreneurship Summit in Berlin zu haben. Warum? Wir haben eine Geschichte. Für mich und ich glaube für viele andere hat dieses Thema Gründen, Startup begonnen mit der Berliner Alternativszene. So Anfang der 80er Jahre, da war von Silicon Valley und Startups überhaupt noch nicht die Rede. Da gab es Versuche, neue Dinge zu machen. Der legendäre Nicaragua-Kaffee gehört auch dazu. Das war das erste Mal, dass man Ökonomie selber gemacht hat. Das war was Neues. Das war damals fast undenkbar. Wer sich sozialer verhält, wer sich politischer verhält, wer etwas anderes will, der scheidet doch aus, lässt doch der Kapitalismus gar nicht zu. Also nächtelange Diskussionen. Und es sind ein paar Dinge entstanden, die dauerhaft wurden. Die Taz zum Beispiel ist in diesem Zusammenhang auch entstanden. Also es gab sowas wie eine Berliner Alternativbewegung mit interessanten Ideen. Dann natürlich die Kunstszene, diese extrem kreative, experimentierfreudige Off-Szene der Kunst. Denk nicht so sehr an die Deutsche Oper, ist auch toll, aber ich denke an die Leute, die im Keller Theater neu erfinden, die Dinge machen, die also für mich als Ökonom, aber ich glaube für viele andere, äußerst beeindruckend sind. Also eher sozusagen Berlin als Sinnbild auch für eine kreative, disruptive Gesellschaft und für eine andere Form von, also für andere Form von Lösungsfinden, so wie ich das verstehe. Unbedingt. Also das andere Denken, mal aus dem normalen, aus den Konventionen herausfallen und von außen auf die Sache denken. Das ist eine Chance für Berlin, aber, so was hat Silicon Valley nicht. Aber Sie haben eben gerade jenseits der Wachstumsökonomie in den Mund genommen. Aber wenn wir, also natürlich verstehe ich die Argumente, wir können ja nicht immer weiter wachsen, wir haben nicht mehrere Erden, sondern wir haben nur einen Planet Erde.
Aber kommen da nicht die Kritiker und sagen die Kritiker nicht, naja, aber wenn wir weniger wachsen, dann haben wir auch weniger Leute, die einkaufen, dann haben wir auch weniger Produkte, dann müssen wir Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken, dann haben wir, also sozusagen ist es doch nicht eine Spirale, die in eine Richtung geht, die dann auch schädlich sein könnte? Das wird immer so behauptet und das ist auch für konventionelle Ökonomen ein Problem und eine Herausforderung, aber ich zitiere den englischen Economist, also eine Zeitschrift, die nicht verdächtig ist, von irgendwelchen außerkapitalistischen Idealen zu sprechen. Und der Economist war ein langer Beitrag, ganzes Heft zu diesem Thema. Und da wurde gesagt, wir sind viel zu sehr in dem Denken, was produktiv ist. Früher glaubte man, die Landwirtschaft sei produktiv und Industrie, das war was Neues. Dann kam Industrie und es war klar, natürlich ist Industrie produktiv. Dann kam die Dienstleistung, wieder was Neues. Und heute sagen wir, natürlich sind Dienstleistungen produktiv. Und der Economist sagt, na, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass auch andere Bereiche, Yogakurse, das Meditation, das Therapie, dass Gesundheitsprogramme, dass Fitness-Teile sind, die auch produktiv sind. Mhm. Und solange der eine es von dem anderen einkauft, ist es genauso ein ökonomischer Beitrag wie Landwirtschaft oder Industrie oder Dienstleistung. Also wir hängen zu sehr noch in diesen alten Vorstellungen, was produktiv ist. Mhm. Okay, verstehe ich. Aber wie, also wir haben ja beim Summit ein wahnsinnig großes Sammelsurium an Speakerinnen und Speakern. Über 100 sind es wieder, die wir einladen werden, mit denen wir gemeinsam im Henry Ford Body die Türe öffnen. Einer von ihnen ist Hermann Josef Tenhagen. Und der ist ja sozusagen, arbeitet für Finanztipp und sagt ja auch, dass sehr viele Produkte sehr teuer sind, aber die wenigsten sind auch wirklich gut. Und da ist oftmals auch ein Problem des Marketing, weil natürlich man laut und in Neonfarben schreit, damit man auch überhaupt gesehen werden kann. Das kann ja auch vielleicht eine Art Problem sein, überhaupt erstmal gute Produkte von schlechten zu unterscheiden. Aber auch es kann ja auch für die konventionelle Marktwirtschaft, Ökonomie hinderlich sein. Also zunächst mal, ich habe Tenhagen immer so verstanden, ich lese seine Beiträge im Spiegel regelmäßig, dass wir mehr Transparenz brauchen. Das würde ich völlig unterschreiben. Wenn man 40 Anbieter hat, dann sind da vielleicht 4 oder 5 oder wie viel, die wirklich gutes Angebot machen. Und die anderen setzen auf Marketing, auf Markenaufbau, machen ein Feuerwerk an Überzeugungsarbeit, also um Kunden zu gewinnen, zu kaufen, was davon ablenkt, was von den 4 oder 5, die gut sind, ablenkt. Und leider Gottes gewinnen, das wissen wir alle, gewinnen nicht immer die Guten, die wirklich überzeugendes Angebot machen, sondern es gewinnen die, die am besten das Marketingpotenzial spielen und Überzeugung sozusagen über Marketing und dieses Feuerwerk erreichen. Mhm. Das ist schade, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir können uns nicht länger leisten, Ressourcen für schlechte Produkte auszugeben, Ressourcen für Marketinglyrik auszugeben, Ressourcen auszugeben, um Leute zu gewinnen, etwas zu kaufen, was sie eigentlich überhaupt nicht brauchen oder was nicht lange hält. Das konnte man sich leisten, solange Wachstum kein Problem war. Inzwischen ist es das und deswegen brauchen wir auch an der Stelle ein Stück eine andere Ökonomie, die mehr Transparenz schafft, wo der Vergleich, ist das gute Qualität, ist es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sind die Versprechen, die da gegeben werden, belastbar oder ist das nur noch Lyrik und irgendwie Psychologie angewandt auf die Verführbarkeit und Leichtfertigkeit vieler Menschen im Umgang mit ihrem Geld. Aber trotzdem müssen ja die Menschen auch ihre Produkte in irgendeiner Form bewerben. Die Leute müssen ja raus
und dafür sorgen, dass Menschen die Produkte oder die Dienstleistungen kaufen. Sie haben mal den Begriff geprägt Aufmerksamkeitsökonomie. Da sprechen Sie ganz bewusst nicht von Marketing, sondern ja, von Aufmerksamkeitsökonomie. Wieso muss ich mir das vorstellen und wie kann ich jetzt jungen Gründern sagen, wie sie dann sozusagen ihr Produkt an den Markt bringen? Also die normale Antwort, konventionelle Antwort heißt, du musst gutes Marketing machen. Du musst dein Ding zeigen. Und das heißt dann gelistet werden in einem Supermarkt oder es heißt eine Marke aufbauen, also viel Geld in den Bekanntheitsgrad des eigenen Produkts stecken, Marke aufbauen und diese Marke pflegen. Ich finde das problematisch, weil da gewinnen immer nur die Großen und die ganz Großen. Wir haben keine Chance, auf diesem Marketingfeld Markenaufbau, Markenpflege gegen Firmen wie Nestle oder Procter & Gamble, Coca-Cola oder wen es immer gibt, anzutreten. Da gewinnt immer der, also ich kann nicht als David mit den Waffen des Goliath antreten. Deswegen sage ich, es ist schade um die Mittel, die in diese Art von konventionellem Marketing gehen. Was ist denn gebraucht? Ich muss auf mein Produkt, auf mein Angebot aufmerksam machen. Und das kann man auf vielen Wegen. Ein Weg ist, ein Spektakel zu veranstalten. Also nehmen Sie Karl Lagerfeld, der hat aus nichts einem Zopf und seinem Fächer und ein bisschen schnottrige Sprüche, liebenswert, aber nicht weltbewegend, etwas gemacht, er hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich frage immer, was ist denn das Besondere an der Mode von Karl Lagerfeld gewesen? Ich habe noch niemanden getroffen, der darauf eine sachliche Antwort geben konnte. Alle kennen Karl Lagerfeld, er war ja auch sehr erfolgreich. Also man kann sehr verschieden auf sich aufmerksam machen, ohne ganz dick in die Kasse zu greifen und Marken aufbauen, indem man mit Honda wirbt und immer wieder den Markennamen wiederholt und in allen möglichen Zusammenhängen immer wieder diese Marke versucht zu zeigen. Das ist teuer. Das ist das, was die Goliaths machen. Und man kann über Aufmerksamkeitsökonomie nachdenken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich kann auch mit der Crowd arbeiten. Also ich kann versuchen, im kleinen Kreis anzufangen und Menschen dort zu überzeugen. Und wenn ich ein wirklich gutes Produkt habe, wird das dann auch Wellen schlagen. Sie wissen, Guy Kawasaki auf die Frage, einer der interessanten Gründer war bei Apple dabei, auf die Frage, wie viel Kunden brauche ich, um erfolgreich zu sein? Seine Antwort, einen Kunden. Einen Kunden. Verrückte Antwort. Er sagt, nein, wenn ich ein wirklich überzeugendes Angebot habe, dann wird dieser eine Kunde nicht nur selber kaufen, sondern er wird seinen Freundeskreis ansprechen. Er wird seine Bekannten ansprechen. Und Guy Kawasaki spricht von Evangelisten, die aus der Bibel. Also wenn ich ein wirklich gutes Produkt habe, dann wird das auch Wellen schlagen. Dann wird das auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist natürlich die langfristig überzeugendere Art, als ständig ein Markenfeuerwerk zu veranstalten. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Aufmerksamkeitsökonomie klingt total nachvollziehbar. Aber wie ist es denn jetzt mit Menschen, die sozusagen ganz wenig Geld haben, Studenten vielleicht, die eine coole Idee haben und sagen, ich möchte damit erfolgreich werden, aber die noch nicht wissen, wie mache ich den ersten Schritt? Also wie soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Wie soll ich in die Welt treten? Soll ich erst mit meinen Eltern sprechen, mit Freunden, Freundinnen? Also wie kommt man von 0 auf 1? Wenn Sie Finanzierung ansprechen, natürlich braucht man zum Gründen einen Betrag. Der muss nicht hoch sein. Also das bekannte Wort, man kann mit einem Laptop auf dem Küchentisch starten. Aber ein bisschen Geld braucht man immer. Es gibt auch Bereiche, wo man wirklich sehr viel Geld braucht. Aber dieses
zunächst mal ein bisschen Geld, was man für viele Gründungen braucht. Braucht man nicht die großen Summen. Das kann man natürlich sich aus dem Freundeskreis, bei den Eltern aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis besorgen. Ich erinnere daran, dass in den USA, was ja das Land des Venture Capital ist und der Business Angels, 70% aller Finanzierungen von Startups kommen aus den drei Fs, also Family, Friends, Fans. Was in der Öffentlichkeit ja nicht wirklich gesagt wird. Also in der Öffentlichkeit hört man ja immer eher von 1 Million, 2 Millionen wurden von dem und dem Venture Capital weitergegeben. Also die Öffentlichkeit spiegelt es ja nicht so wider, dass es eigentlich wirklich die Freunde und die Familie sind, die unterstützen. Die Medien spielen das nicht so wider, das ist richtig. Da werden so Erfolgsmeldungen gebracht. Ein Startup hat 5 Millionen Finanzierung bekommen in der Finanzierungsrunde oder 10 Millionen oder 20 oder 100. Das sind die Meldungen in den Medien, so wie als sei das schon der Erfolg. Ein bisschen verrückt. Es ist nicht der Erfolg. Ich sage immer den Gründern, manchmal werde ich eingeladen, heißt es, Herr Falzing, wir haben jetzt die Finanzierung, wir machen eine Party. Ich sage dann immer, ich komme zu Ihrer Party nicht. Ich würde an Ihrer Stelle auch keine Party machen, sondern ab sofort haben Sie einen Strick um den Hals und Sie müssen zusehen, wie Sie jetzt diese Milestones Ihrer Investoren auch wirklich erreichen. Ab sofort sind Sie sozusagen an dem Strick, hängen Sie an dem Strick. Das wird von vielen auch sehr naiv gesehen. Jetzt haben wir eine Idee und jetzt haben wir 2 Millionen. Das ist ja Wahnsinn. Ich sage, na, die 2 Millionen haben Sie doch nur, weil Sie einen Vertrag eingegangen sind mit Milestones, der im Kern sagt, Sie müssen 4 Millionen verdienen. Mhm. Und dann auf dem Weg dorthin kriegen Sie die 2 Millionen ausbezahlt. Das sind ja oft riesige Verträge von amerikanischen Wirtschaftsjuristen, in meistens amerikanischem Wirtschaftsenglisch abgefasst. War hochgefährlich. Ich kenne viele Fälle, wo dann erst hinterher richtig gesehen wurde, was dieser Vertrag und was diese einzelnen Paragraphen miteinander wirklich bewirken und bedeuten. Also das ist ein Thema für sich, aber es gibt eben auch andere Finanzierungsformen. Zum Beispiel finde ich, wenn es um Finanzierung geht und das, was die Eltern, Freunde nicht haben oder beibringen wollen, ist Crowdfunding nach wie vor eigentlich die beste Form. Natürlich gibt es da auch viel zwielichtige Gestalten, leider Gottes, in dem Feld inzwischen. Aber es gibt natürlich auch die Grundform und die heißt, ich muss ein Konzept vorlegen und die Crowd guckt, ob das überzeugend ist. Und das ist natürlich schon mal ein ganz wertvolles Stück, dass ich nicht selber entscheide. Man verliebt sich ja leicht in seine eigene Idee. Je länger man mit seiner Idee zu tun hat, desto eher wird man immun gegen Kritik. Das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Das ist gut, wenn andere das angucken. Und ich kriege ja nur Geld, wenn die anderen überzeugt sind von meiner Idee. Es ist ein erster Markttest, den ich da kostenlos bekomme. Und bevor ich gründe, wenn ich erst mal gegründet habe und produziert habe, dann ist es schwer. Dann hänge ich völlig in den Seilen. Dann kann es auch schnell schief gehen. Aber wenn ich das teste vorher, und das Crowdfunding ist natürlich auch ein Test, und wenn ich es schaffe, die Crowd zu überzeugen, dann heißt das ja auch, ich habe Fans. Wenn ich mein Geld in so ein Startup gebe, via Crowdfunding, dann bin ich ja davon überzeugt. Und dann sage ich meinen Freunden und Bekannten, guck mal, da ist was Neues, ich finde das gut, ich habe da investiert, ich wollte euch nur sagen, das ist eine gute Sache. Und dann passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe zu Guy Kawasaki, dann schlägt das Wellen und es wird weitergetragen, ohne dass ich dafür etwas bezahlen muss. Das ist das Wertvolle an Crowdfunding. Es ist ein Markttest. Es macht mich bekannt, es schafft ein Stück Aufmerksamkeitsökonomie und es hängt eben alles daran, ist es überzeugend? Also überzeugt es die Menschen? Und wenn es das nicht tut, muss ich entweder daran arbeiten, bis es überzeugt, oder es taugt nichts. Dann ist es auch gut so, dass ich das frühzeitig erfahre und eben nicht gründe. Vieles wird gegründet, was nicht taugt. Auch das können wir uns nicht leisten, das ist Ressourcenverschwendung.
Und auch, was Sie gerade gesagt haben mit dem Crowdfunding und sozusagen auch erstmal einen Markttest durchführen, wird das überhaupt gewünscht? Haben die Leute Fragen? Wird das überhaupt verstanden, mein Produkt? Und wir werden beim Summit ja auch 10 Finalisten von unserem Proof of Concept sozusagen auf die Bühne bitten und diese Personen werden dann live beim Summit gründen, in einer Minute ihre Idee oder ihr Produkt, ihre Dienstleistung pitchen und dann haben sie 24 Stunden Zeit, sozusagen ja, zu gucken, ob das an die Menschen kommt. Und es ist ein bisschen anders als König der Löwen, Höhle der Löwen, wo sozusagen eine Person sagt ja oder nein, sondern bei uns beim Summit wird wirklich geschaut, nehmen die Menschen Geld in die Hand und kaufen das Produkt auch. Also sozusagen der Geldschein kriegt dann auch eine andere Bedeutung. Also investiere ich auch mit meinem persönlichen Geld in eine Idee. Und da hatten wir in den letzten Jahren auch immer mal wieder Überflieger, also Menschen, die innerhalb von einem Tag 4.000 Euro eingenommen haben. Aber wir hatten auch immer Leute dabei, die 0 Euro eingesammelt hatten. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich es nicht schaffe, innerhalb von einem Wochenende bei über 1.000 Menschen eine Person zu überzeugen, mein Produkt zu kaufen, muss ich vielleicht nochmal das Produkt überarbeiten oder nochmal anders kommunizieren. Was natürlich ein einfacherer Start ist, als gleich in die Vollen zu gehen, kann ich mir vorstellen. Das ist ein wichtiger Punkt, dieser Test, weil wir statistisch wissen, 80% aller Gründungen scheitern. Also ich gehe als Gründer, Gründerin ein hohes Risiko ein. Mhm. Und es war immer eine Weile so eine Diskussion, stimmt das? Ist das nicht zu pessimistisch mit den 80%? Das stimmt. Es hat sich allmählich herumgesprochen. Es gibt auch Leute, die sagen, die Zahl ist noch zu niedrig. Mhm. Es sind 90%, die scheitern. Vor allem, wenn es um wirklich innovative Dinge geht, die vorher so nicht bekannt waren. Da ist es gut, dass ich rechtzeitig scheitere. Also bevor ich gründe, und das ist ja dann nicht im Scheitern so im klassischen Sinne, sondern das heißt, ich muss nochmal ran, ich muss mein Konzept überarbeiten, verbessern aufgrund des Feedbacks, das ich bekommen habe, oder ich muss es fallen lassen. Das ist aber viel besser, als draußen zu gründen, und dann mit dem Geld, das man da eingesetzt hat und den Hoffnungen von einem selbst, von anderen, das alles zu enttäuschen, das ist schlecht. Es ist besser, es schon im Vorfeld zu testen. Da gibt es das Gegenargument, ja, Scheitern gehört zur Sache, Scheitern ist fast sogar gut, da lernt man eine Menge bei. Ich finde das problematisch, dieses Argument. Das gilt für die USA. Die USA haben eine Scheiternskultur. Das ist gut. Und wir haben sie nicht. Gucken Sie das deutsche Insolvenzrecht an. Gucken Sie, was Leute, die sich damit beschäftigt haben, da sagen. Von Unruh hat darüber gearbeitet. Wie geht das Scheitern eigentlich aus? Die meisten stehen nicht auf nach dem Scheitern und fangen nochmal neu an. Oder nach zweimal Scheitern stehen ein drittes Mal auf und so. Das sind alles mehr so, also ins Reich der Fantasie, in Märchengeschichten, die gibt es, so wie vom Tellerwäscher zum Millionär, ist aber nicht die Regel. Regel ist, dass ein Scheitern hier in Kontinentaleuropa richtig Weinhaut und Narben hinterlässt. Und ich kann alle nur warnen zu scheitern. Wir bräuchten eine Scheiternskultur, absolut, bin ich sehr dabei. Aber wir haben sie nicht und ich sehe auch nicht absehbar, dass wir so rasch bekommen. Also deswegen vorher testen, bevor man richtig in die Vollen geht und, wie es im Englischen heißt, Setup Shop und richtig anfängt. Also im Vorfeld testen. Und da ist natürlich Crowdfunding ein guter Test, auch Crowd selber. Wir machen ja in der Masterclass sowas wie Vorstellen von Konzepten. Also der Gründer macht einen Pitch und dann guckt die Crowd, was würde sie denn aus dieser Idee machen? Und da kommen oft sehr gute Vorschläge und in aller Regel kommen Anregungen, die die Gründerin oder der Gründer nicht hatten. Und so, dass die Crowd auch so etwas wie ein Crowdsourcing ermöglicht, ein qualitativ besseres Unternehmenskonzept zu erarbeiten. Es ist interessant, was Sie sagen. Sie haben ja auch den Begriff so die Idee öffnen geprägt, was ja auch in der Masterclass dann immer gemacht wird. Und auch was Sie gerade gesagt haben, auch in Richtung ein Problem lösen. Also was wir oftmals in unseren Masterclass-Seminaren auch immer machen, ist, dass man sozusagen den Gründer hinstellt und sagt, okay, was für ein Problem will der Gründer lösen?
wie wurde das Problem denn in der Tierwelt bisher gelöst oder wie wurde das Problem in der Antike gelöst, dass man sozusagen auch andere Sichtachsen findet, um auf das Problem zu gehen und sich nicht sozusagen nur mit den Konventionen auseinanderzusetzen. Das finde ich extrem spannend. Und wir haben ja auch beim Summit einige Speaker dabei, die auch wirklich mit ihrer Unternehmung ein Problem lösen. Ich denke da zum Beispiel an Lukas Bosch mit Holy Crabs. Mit dem hatte ich vor ein paar Wochen auch einen Live-Talk geführt. Und der Lukas Bosch hat ja auch ein Buch geschrieben, Ökonomie, wo er von Unternehmer-Aktivisten spricht. Das passt jetzt auch ein bisschen zu dem, was Sie sagen, weil Sie ja sagen, es sind sozusagen Menschen, die intrinsisch eine Motivation haben und sagen, ich möchte etwas verändern, ich möchte etwas tun und das natürlich mit unternehmerischen Mitteln. Sehen Sie auch, dass die Welt mehr Unternehmensaktivisten braucht oder können überhaupt Unternehmer Aktivisten sein? Das ist eine sehr schöne Beobachtung in diesem Buch. Das habe ich mit großem Interesse gelesen, weil es einmal so ein bisschen was wiedergibt, was mir mit der Tee-Kampagne vorgeschwebt ist, nämlich ein Modell zu sein, zu sagen, es gibt eine andere Ökonomie jenseits dieser großen Anbieter und dem, was es so üblicherweise heißt. Wer sozialer ist als andere, scheidet aus oder so etwas. Das stimmt einfach nicht. Ich glaube, heute ist es umgekehrt. Denken Sie an Anton Schlecker und Götz Werner. Beide ungefähr die gleichen Angebote in ihren Geschäften, auch ungefähr die gleichen Waren, Markenartikel. Der eine ist ausgeschieden, der andere nicht. Eigentlich hätte Anton Schlecker gewinnen müssen. Der war so der klassische Kapitalist. Mhm. So die Löhne niedrig halten, Gewerkschaften niedrig halten. Und sich auch nicht darum kümmern, was so die Öffentlichkeit denkt, sondern so eisern seine eigene Philosophie, bisschen autoritär auch geprägt, natürlich patriarchisch. Das geht heute nicht mehr. Damit kommt man nicht mehr durch. Da bringt man die Medien gegen sich auf, man bringt die Mitarbeiter gegen sich auf. Es ist kein Zufall, dass Götz Werner mit seiner DM-Kette da gewonnen hat. Mhm. Wir leben in einer anderen Zeit. So wie früher, dass der Rosttäuscher dann den Ort wechseln konnte und damit die Chance hatte, nochmal neu zu beginnen. Das ist heute nicht mehr so drin. Da ist Internet und Medien und Vergleichbarkeit in einer ganz anderen Qualität. Also ich glaube schon, dass wir Bedingungen haben, besser als früher jedenfalls, dass sich das qualitativ Gute, das Vernünftige, das Sinnstiftende umsetzt oder jedenfalls eine größere Chance hat als früher. Und das Sinnstiftende, also wenn jetzt ein Gründer, wie soll ein Gründer auch anfangen? Wenn ein Gründer sagt, ich habe aber noch gar keine Idee, ich möchte gerne gründen, ich habe Interesse zu gründen, aber mir fällt noch nichts ein. Wie könnte sozusagen erste Ideen reinpurzeln in den Kopf? Also ja, viele fangen an zu überlegen, was gibt es denn noch nicht? Mhm. Und das finde ich völlig falsch, sorry. Weil es das meiste schon gibt und in allen möglichen Abwandlungen. Aber das Problem ist woanders. Das Problem ist, wir können uns gar nicht mehr leisten, einfach die Produktpalette noch irgendwie auszudehnen, noch irgendeinen Schnickschnack zu erfinden und noch eine Nische. Wir stehen vor riesigen Problemen. Und ich rate allen Gründerinnen und Gründern, sich mal diese Probleme anzugucken. Wir haben sie am Anfang genannt. Und es ist eine Fülle von Problemen. Und es macht ja Sinn zu sagen, ich löse ein Problem. Das hat ein Stück mehr Gehalt, als dass ich noch irgendeinen Schnickschnack am Rande mir ausdenke. Irgendeine Kuriosität, die es im Markt noch nicht gibt. Wenn man dieses Thema angeht, wir haben eine Fülle, wir haben einen riesigen Berg von Problemen, was kann ich denn da beitragen? Dann habe ich natürlich auch die Medien hinter mir. Dann habe ich eine Gesellschaft hinter mir, die sagt, ja, wir müssen an der Stelle etwas tun. Also wir müssen Konsumverhalten neu bedenken. Etwa dieses Thema Fleisch, Wurst, also gesündere Ernährung, weniger Krankheiten. Das sind ja Themen, die allein schon einen riesigen Bereich aufmachen. Wie können wir zu besseren, gesünderen und vielleicht sogar preiswerteren Lebensmitteln kommen?
Gibt es nicht andere Formen der Verteilung, als nur das Produkt in den Supermarkt zu stellen, wo es gleich mal um 50% teurer wird, schon nur auf der einen Handelskette. Da ist der Großhandel und andere Dinge noch gar nicht mit eingedacht. Und die Marketingmaßnahmen, die ich machen muss, damit mein Produkt im Supermarkt auch gelistet bleibt, die schmeißen mich ja sofort raus, wenn ich nicht bestimmte Mindestumsätze schaffe. Also verliere ich nicht nur da meinen Preisvorteil, weil eben der Supermarkt aufschlägt, sondern ich muss mich auch anstrengen, ich muss konventionelle Werbung machen, sonst schmeißt mich der Supermarkt nach kurzem wieder raus. Mhm. Das ist eine Ökonomie, die nicht mehr, in meinen Augen, nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich sage, Gönnern, sucht euch doch ein Produkt und macht was Gutes daraus. Zum Beispiel zum Produzenten selber gehen und etwas einrichten, dass man diesen direkten Kontakt hält und im eigenen Bekanntenkreis dafür werben. Also ich habe eine Sympathie dafür, klein anzufangen, was im Englischen Bootstrapping heißt, und dann am Anfang auch Erfahrungen zu machen, was kommt an, was kommt nicht an. Und dann kann ich auch leichter wieder rausgehen, wenn ich merke, dass das funktioniert. Und das ist natürlich auch eine gute Übung, weil ich mit einem Produkt alles das auch schon erfahre und erlebe und aufnehmen kann, was ich mit einem größeren Risiko, mit einer größeren Produktpalette auch bekomme. Also, und die Konvention des Handels, um mal bei Handel zu bleiben, sind, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Supermarkt, natürlich ist ein Supermarkt, wenn man im System Supermarkt bleibt, ist es effizient. Aber wenn ich daran denke, dass ich auch als einzelner Mensch mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen kann und ohne Umweg von Großhandel und Supermarkt es in meinem Umfeld verteilen kann, dann bin ich auf jeden Fall preisgünstiger und kostengünstiger als selbst Aldi. Man muss so einen Laden erstmal mieten, man muss ihn ausstatten, man muss ihn beleuchten, man muss ihn putzen, man muss Personal einstellen. Ein Teil wird geklaut, übrigens nicht wenig. Ein Teil verdirbt. Also zu glauben, dass dieses System Handel, wie es heute ist, ein effizientes System ist, halte ich für falsch. Es ist nicht effizient. Es ist nur effizient, wenn ich das System als gegeben annehme. Da ist es so, dass nur noch wenig Effizienzen drin sind, die man im Supermarkt noch irgendwie günstiger aufbauen kann. Also wir müssen auch in anderen Formen denken, als zu sagen, ich habe da ein Produkt, wie komme ich jetzt in die Supermarktkette hinein? Also Sie sagen ja auch sozusagen ein bisschen Bruch mit den Konventionen. Also in Ihren Büchern, Kopf steht Kapital, David gegen Goliath, wird ja auch davon gesprochen, Funktion statt Konvention. Können Sie das nochmal ganz kurz erläutern, was jetzt Gründer damit anfangen sollen? Also was ist eine Konvention und was ist eine Funktion? Also ich erkläre es immer an Kaffeehaus. Wir hängen viel mehr in Konventionen, als wir glauben. Also wenn Sie jemanden fragen, warum gehen Sie in einen Kaffee, wird er sagen, das ist eine blöde Frage, natürlich, weil ich Kaffee trinken will. Es stimmt nicht. Ich behaupte, es stimmt nicht. Die Konvention ist, ich gehe dahin, um Kaffee zu trinken. Aber wenn man genauer hinguckt, wird man doch sagen müssen, na, wenn du den Kaffee zu Hause trinkst, ist er erstens viel preiswerter. Zweitens kannst du den Kaffee genauso zubereiten, wie du ihn willst. Warum gehst du dann in den Kaffee? Also, ja, man geht in den Kaffee, weil man da Leute treffen will, weil man mal in anderen vier Wänden sein will. Vielleicht, weil man dort Zeitung lesen will oder ein Kaffeehaustyp ist. Ich bin das, ich kann allein am Schreibtisch nicht gut arbeiten. Ich brauche immer ein bisschen Leute um mich herum. Dann kann ich besser arbeiten, kann ich mich konzentrieren, komischerweise. Andere brauchen absolute Stille, muss jeder sehen. Also es gibt auch den Kaffeehaustyp. Wien war berühmt dafür. Viele Schriftsteller haben ihre Romane in Kaffeehäusern geschrieben. Was ich damit sagen will, wenn man genau hinguckt, lebt ein Kaffeehaus davon, dass es irgendetwas bereitstellt, was die Leute zu Hause nicht haben. Und insofern ist die Funktion nicht der Kaffee,
Der Kaffee ist mehr sozusagen die Eintrittskarte, damit ich da in dieses Café gehen kann und mich da hinsetzen kann. Das könnte man auch anders lösen, dass man sagt, lassen wir das mit dem Kaffee sein, mit dem Ober, der mit dem Kaffee kommt und Tablett und die Rechnung und so weiter. Machen wir doch ein Café, in Anführungszeichen, wo die Leute das finden, was sie haben wollen. Nämlich Sitzplätze, bequem mit anderen sprechen können, irgendwas finden, was sie interessiert. Weswegen man halt so in einem Café sitzt und sagen, na, wenn einer wirklich Kaffee trinken will, dann haben wir noch so eine Kaffeemaschine, Selbstbedienung an der Ecke und einen Hut kann man da aufstellen. Da würde der Kaffeehausbesitzer wahrscheinlich mehr verdienen, als wenn er da diese Kaffeemaschinen und die ganze Ausstattung und den Kellner und alles das zur Verfügung stellt. Was verdient er denn an so einer Tasse Kaffee? Vielleicht einen Euro. Ja, das kann ich doch besser, wenn ich 2 Euro verlange, damit ich im Café sitzen kann. Habe ich gleich eine doppelt so hohe Spanne für mich selber. Also das sind alles so Dinge, wo man sagen kann, na, fang doch mal an, die Funktion anzugucken und bleib nicht an der Konvention hängen. Und diese Differenz zwischen Konvention und Funktion ist so eine Methode neben vielen anderen, wie man auf neue Ideen kommt. Also das Café, was nicht davon lebt, dass da teure italienische Kaffeemaschinen sind, sondern das davon lebt, zu überlegen, warum kommen die Leute zu mir ins Café? Und in der Regel nicht wegen der Tasse Kaffee. Ich habe jetzt hier schon 2 Fragen, die im Chat gestellt wurden. Ich würde jetzt einmal die erste vorlesen. Gibt es aus Ihrer Vergangenheit ein Schlüsselerlebnis, das Sie beeinflusst hat, Ihren jetzigen Weg zu gehen und sich dem Thema Entrepreneurship zu widmen? Also ich habe mich für das Fach Ökonomie immer schon sehr früh interessiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ein bisschen liegt es in der Familie. Großeltern hatten eine Filiale von Chocolat Tobler. Also ich hatte immer so ein bisschen Nähe zu sowas wie Business. Und ich habe mich immer gewundert, wie einfallslos Ökonomie ist. Mhm. Meine Kritik war nicht, dass da große Profite gemacht werden oder so, sondern meine Kritik war, es ist einfallslos. Nun komme ich aus einer bayerischen Kleinstadt, bisschen verstaubt damals in den 50er Jahren, als ich da aufgewachsen bin. Und die Leute auch so steif, als hätten sie einen Besenstiel im Rücken. Und guten Tag, Frau Kommerzienrat, guten Tag, Frau Doktor, so und so. Also auch ziemlich, kennt ja jeder auch. Kann man nicht ein Geschäft auch fantasievoll machen? Wieso kann man sich nicht Dinge ausdenken, die besser sind als die Osterhasen, die in der Märzsonne dann so den Knick machen. Wir hatten als Kinder immer furchtbar viel Schokolade zu essen. Mhm. Deswegen bin ich da imprägniert gegen solche Süßigkeiten. Die brauche ich nicht, weil wir sie irgendwie im Überfluss hatten. Warum braucht man Schaufenster? Warum kann man nicht das Schaufenster wegmachen und nach innen gucken, wie es ja heute in vielen Modegeschäften oder so gemacht wird, dass es nicht mehr Schaufenster gibt, sondern man sieht in den Laden. Also lauter so Konvention. Ich fand das eher langweilig und dachte, Mensch, kann man da nicht mit ein bisschen Fantasie, da braucht man gar nicht viel, kann man da nicht auf bessere Produkte kommen, auf interessantere Art von, also die Spielerische, das auch Lustige. Warum ist diese Ökonomie so bierernst und so rechenhaft? Und dann, als ich da studiert habe, dachte ich, um Gottes Willen, es wird noch schlimmer. Jetzt kommen alle diese mathematischen Modelle und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Multiplikator und Akzelerator und Algorithmen und so. Also irgendwo lenkt das alles ab. Also warum gehen wir nicht mit ein bisschen mehr Spaß und Fantasie ran? Und später hatte ich dann auch so Erlebnisse, wo ich dachte, ja, natürlich schneiden solche neuen Ideen wie ein Messer durch warme Butter, weil sie gegen relativ langweilige Sachen antreten. Jetzt muss ich sagen, nach 10, 20 Jahren Startup-Bewegung wird es allmählich voller. Also heute ist es schwieriger, noch was Neues zu finden. Und
mit ein bisschen mehr Spektakel oder so. Deswegen denke ich, besser an diese großen Probleme halten, die wir haben. Mhm. Was kann ich als Kleiner zum Sachen Klimawandel machen? Wo kann ich an Verpackung sparen? Wo kann ich Wege finden? Wo kann ich direkte Wege finden und die vielen Umwege etwa im Handel vermeiden? Also mehr solche grundsätzlichen Antworten auf die Probleme unserer Zeit. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Viele wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Probleme ihrer Zeit aufgegriffen, nicht irgendeinen Schnickschnack gemacht oder Marken aufgebaut, sondern sie haben Probleme ihrer Zeit aufgegriffen und sind daraus zu einer Marke geworden. Also Henry Ford bekannt zum Beispiel. Oder? Ja. Mhm. Für mich das, also wenn Sie es fragen, Schlüsselerlebnis. Ich habe mein erstes Studienjahr in St. Gallen verbracht und hatte eigentlich kein Geld. Ich habe mein Studium selber finanziert und musste sparen. Und dann bin ich zu Mikro gegangen. Das ist die Kette von dem Gottlieb Duttweiler gewesen. Da gab es Schokolade für 40 Rappen. Das waren so 35 Pfennig damals ungefähr. Mhm. Nur eine gute Schokolade. Das war so mein Frühstück auf dem Weg da den Berg hoch zur Uni. Und also das war das Beispiel, dass man mit wenig Aufwand, das waren ja damals, wurde noch viel von Lastwagen verkauft bei Duttweiler statt von richtigen Geschäften. Auch das ist eine interessante Idee. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Man kann gute Produkte preiswert machen, indem man an anderer Stelle spart und den Kunden sagt, ihr müsst halt auf den Lastwagen warten, aber dafür kriegt ihr die Sachen sehr viel besser und preiswerter. Mhm. Und ja. Es kommen ja noch wieder zwei neue Fragen. Das ist die eine Frage. Was tun, damit sich nicht nur kapitalstarke Unternehmen durchsetzen? Ja, wäre mein Wunsch auch. Antwort, indem man nicht die nachzuahmen versucht und diesen Markenaufbau, Markenpflege macht. Da spart man schon eine Menge Geld. Da hat man einen riesigen Kostenvorteil. Man kann sowieso gegen die nicht antreten. Die sind an der Stelle stärker. Sie können nicht, habe schon gesagt, mit den Waffen des Goliaths gewinnen, wenn sie selber der David sind. Da müssen wir uns was anderes ausdenken. Ich glaube, dass es in der Bevölkerung ein gewisses Misstrauen gibt gegen diese großen Konzerne, dass es vor allem, und das sehen Sie täglich, Misstrauen gibt gegen diese Werbung. Also wenn ich an Briefkästen entlang gehe, sehe ich an jedem zweiten Briefkasten keine Werbung einwerfen. Also die Menschen sind allmählich allergisch und das heißt auch immer stärker resistent gegen Werbung. Trotzdem werden da solche Prospekte reingeworfen. Auch eine Geschäftsidee, da mal gegen vorzugehen, dass diese verrückte Verschwendung aufhört, dass diese mit viel Farbendruck gemachten Dinger, die kann man ja nicht mal recyceln. Also wir können gegen die Großen antreten. Wir haben sie auch an vielen Stellen vorgeführt. Die Startups fangen ja normalerweise klein an. Es war ja nicht immer so, dass die mit riesigen Venture Capitals starten. Das ist jetzt in den letzten 15 Jahren so gekommen. Ich kenne noch eine Zeit, Anfang der 2000, dass man eigentlich, das Wort Venture Capital war noch eine Ausnahmeerscheinung. Man hat mit den eigenen Mitteln begonnen und hat halt versucht, im eigenen Umfeld auf sich aufmerksam zu machen. Da passt es auch die nächste Frage eigentlich ganz gut, die ja gestellt wurde im Chat. Sie haben vor über 30 Jahren das Kampagnenprinzip bei der Tee-Kampagne eingeführt. Ist dieses System immer noch zeitgemäß oder gibt es heute bessere Wege, die Kunden zu erreichen? Natürlich gibt es bessere Wege. Die Leute sagen immer, Tee-Kampagne, jetzt muss ich auch Großpackungen machen, jetzt muss ich auch Direkteinkauf machen oder ich muss Kampagnenprinzip machen. Das war die Lösung bei Tee. Bei Tee gab es einen ausgeprägten Zwischenhandel. Das liegt an der großen Sortimentsbreite. Bei Tee gab es vieles, was eine Besonderheit für Tee war. Zum Beispiel bei Kaffee könnte man das Prinzip Kampagne und Direkteinkauf, Ausschaltung des Zwischenhandels nicht machen, weil Chibo und Edusho, wie die alle heißen, natürlich direkt einkaufen. Das war eine Sondersituation bei Tee. Bei Kaffee hatte schon Großpackung, 500 Gramm, 1 Kilogramm. Bei Tee hatte es das nicht. Also Großpackung ist nicht ein Prinzip,
Das ist die Lösung bei Tee gewesen, 1985. Und inzwischen haben andere Teehändler auch Großpacken. Also muss man sich auch ab und zu was Neues einfallen lassen. Die Teekampagne ist nicht, dass ich sage, Großpacken, Direkteinkauf und ja, noch ein paar Sachen, Fairtrade, Wiederaufforstung und so, sondern man muss gucken, man hat ein Problem und muss eine Lösung finden. Diese Lösung muss 2022 stimmen und nicht 1985. Also was man aus der Teekampagne lernen kann, ist die Situation analysieren und herausfinden, wo sind da Schwächen, wo sind da hohe Kosten, wo ist Verschwendung vorhanden, sind Wege, die ich einsparen kann, wo ist Verpackung, die ich vielleicht intelligenter machen kann. Also die Lösungen müssen aus der heutigen Situation erarbeitet werden und nicht sagen, wie hat die Teekampagne gemacht, das mache ich jetzt bei Kaffee und bei Kakao und der Nächste macht es bei Zucker und Quatsch. Quatsch. Die spezifische Lösung für Ihr Problem suchen und wenn Sie keine finden, vielleicht mit der Kau zusammentun und sagen, kann man das nicht besser machen? Und das meiste kann man besser machen. Nicht irgendein neues Produkt erfinden. Da ist wirklich, vergessen Sie das. Und ich muss auch nicht alles in den Supermarkt stellen. An manchen Stellen hat E-Commerce wirklich Vorteile. Wenn man ein Stück weit eine Sammelbestellung macht und nicht für jeden Einzelnen das Auto durch die ganze Stadt fährt. Wenn man auf Vorrat einkauft, dann macht E-Commerce auch ökologisch Sinn. Und dann soll man das nutzen. Und dann kann E-Commerce deutlich besser sein, auch ökologisch, aber natürlich auch ökonomisch, als Supermarkt. Und man muss nicht alles bei Amazon machen. Man kann auch gegen Amazon antreten, wenn Sie ein spezifisches Produkt haben, eine überzeugende Sache, einen überzeugenden Hersteller, eine gute Qualität, dann können Sie das auch in Ihrem eigenen Shop ohne Amazon machen und wie gesagt, Bootstrapping anfangen im eigenen Freundeskreis, in der eigenen Familie. Wenn es die Familienmitglieder nicht kaufen und Ihr Freundeskreis nicht kauft, na wer soll es denn dann kaufen? Dann vergessen Sie es, gründen Sie nicht. Ein sehr guter Übergang. Jetzt kommt eine Frage, also es sind noch zwei Fragen wieder aufgeploppt. Eine Frage zum Thema Gründen mit Komponenten. Ich lese sie mal vor. Wenn Gründer an ihrem Konzept arbeiten, ab wann sollten sie anfangen, die Prozesse in Komponenten zu denken? Ab wann sollten sie anfangen? Da fällt mir nichts so ein. Aber dieses Denken in Konzepten, egal wann man anfängt, darüber nachzudenken, das ist extrem hilfreich, weil ich eben nicht alles selber tun muss. Ich kann heute im Internet fast alles recherchieren. Und wenn es sowas gibt noch wie Betriebsgeheimnisse, ist es selten geworden, aber manchmal gibt es das noch, dann auch da kommen Sie ran. Also ich habe mich immer als Hochschullehrer ausgegeben, bei T damals. Ich habe sehr sorgfältig recherchiert und da auch Teehändler angerufen, Großhändler und gesagt, ich bin Hochschullehrer, ich würde mit meinen Studenten gerne an der Praxis lernen. Da sagten die, großartig, dass man Hochschullehrer nicht nur so Abstraktes macht, sondern auch mal Praxis an die Universität bringt, damit die Leute verstehen, wie Praxis geht. Auf die Weise bin ich auch auf eine Menge Dinge gestoßen, etwa das, wie man den Container ordert und dass die Fracht von Kalkutta nach Berlin damals bei der Containerladung 20 Pfennige pro Kilogramm ist. Also völlig vernachlässigbar. Das macht den Teepreis nicht groß. Und die Fracht von Hamburg nach Berlin 22 Pfennige. Also Hamburg-Berlin ist teurer als Kalkutta-Hamburg. Lauter so Zeug, das lernt man durch sorgfältige Recherche oder wenn man sich mit den einschlägigen Leuten unterhält. Und zum Thema Komponenten, also wann sollten sozusagen Gründer anfangen, in Komponenten zu denken oder wie? Ja. Also Komponenten sind einfach hilfreich aus zwei Gründen. Erstens müssen Sie nicht alles selber aufbauen. Sie müssen nicht so viel investieren. Sie können von Komponenten beziehen. Das heißt, Sie müssen nicht die Ausstattung, Sie müssen nicht ein Büro ausstatten. Sie können zum E-Büro gehen. Das ist natürlich preiswerter. Zahlen Sie nur pro Telefonat. Müssen Sie ein Büro mieten, Sekretärin einstellen, bezahlen und so weiter. Das ist, solange Sie klein sind, viel preiswerter. Müssen nicht selber transportieren. Man kann fast alles in Komponenten machen.
Das heißt, ich bin auch weniger Kapital. Was heißt weniger Abhängigkeit? Ich kann mit professionellen Partnern arbeiten, statt eigene Anfängerfehler zu machen. Und ich kann in vielen Fällen sogar mein gesamtes Geschäftsmodell aus Komponenten zusammenstellen, was gut ist, was also weniger Kapital, mehr Professionalität. Und ich bin viel schneller, als wenn ich das alles selber aufbauen muss. Ich muss allerdings viel recherchieren und ich muss ein gutes Konzept haben, sonst habe ich nicht das Geld, um diese professionellen Komponenten zu bezahlen. Die lassen sich ihre Professionalität natürlich teuer bezahlen, das ist richtig. Also muss ich ein gutes Konzept haben, was die Mittel erwirtschaftet, um diese Komponenten zu bezahlen. Also mit Komponenten einsetzen haben Sie ja auch so ein bisschen den Begriff geprägt, dass man nicht im Unternehmen arbeiten soll, sondern am Unternehmen arbeiten soll. Dass man das ist der zweite Punkt, den ich vergessen habe. Also der erste Punkt war, wie man das mit den Komponenten macht. Der zweite Punkt ist eigentlich noch wichtiger. Man ist ja nicht in allen Bereichen zu Hause. Man ist auch nicht für alles talentiert. Manchen macht Buchhaltung Spaß, den meisten nicht. Manchen macht Spaß, zu recherchieren, manchen nicht. Ich habe durch Komponenten die Chance, mich auf das zu beschränken, wo ich wirklich gut bin und Spaß habe. Oder halbwegs Spaß habe. Macht nicht immer Spaß, aber halbwegs Spaß habe und Interesse habe. Alles andere kann ich delegieren. Das ist die Chance. Chefin oder Chef zu sein, also der Boss zu sein in der Company, macht sie nicht glücklich und macht sie auch nicht beliebt. Den Boss habe ich noch nicht gesehen, der so rundum beliebt war. Aber Sie können wenigstens diese schon eher unangenehme Situation, Boss zu sein, Bossin zu sein, damit ausgleichen, dass Sie das für sich übrig lassen, was ihnen so halbwegs Spaß macht, wo sie ein gewisses Talent oder vielleicht Fähigkeiten mitbringen. Selbst wenn sie gar nichts mitbringen, können sie sagen, ich kann 100% Komponenten einsetzen und kontrolliere das so von außen. Aber sie werden schon auch irgendeinen Punkt finden, den sie gerne machen. Das ist die Chance, dass ich, das können sie sonst nicht als Angestellter, können sie nicht sagen, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Als Gründerinnen und Gründer können Sie das. Das ist ein riesiger Vorteil. Sie können Ihr Leben, kann man sagen, so gestalten, dass Sie sich auf das beschränken, was Ihnen Spaß macht. Denken Sie an den berühmten oder immer noch berühmten chinesischen Philosophen, der gesagt hat, wenn ich das tue, was ich gerne tue, muss ich mein Leben lang nicht arbeiten. Also wenn ich das zu meiner Arbeit mache, zu meinem Beruf mache, was ich gerne mache, muss ich mein Leben lang nicht arbeiten. 2500 Jahre her, dass es diesen Spruch gibt, hat sich bis heute erhalten. Das ist die Chance im Entrepreneurship, dass ich mich auf das kapriziere, was ich gerne tue, und alles andere in Komponenten abgebe. Also dieser Roddick hat ja auch einmal gesagt, starting a business is like starting a love affair. Das passt vielleicht auch ein bisschen dazu. Ja. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar, Sie haben das Buch von Lukas und Jule Bosch erwähnt. Welche Bücher oder Filme sollten Gründer lesen bzw. gucken? Haben Sie da irgendwelche Tipps? Also das Problem mit vielen Gründungsbüchern ist, dass es meistens eine Erfahrung wieder gibt. Der eine sagt, machen, machen, machen. Das war für ihn richtig. Ich würde sagen, problematisch. Aber für ihn war es richtig und es wird sicher Fälle geben, wo es auch richtig ist. Ich habe das Gegenteil erlebt, nämlich recherchieren, 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 vorsichtig sein, austesten, bevor man ins Risiko geht, gerade weil das Risiko sehr hoch ist, 80%, 90%. Also ich bin nicht für das Machen, 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 aber es gibt Fälle und es gibt Situationen, wo das richtig ist. Also was ich sagen will, jede Gründung ist anders, jede Person ist anders, jeder Markt ist anders, jedes Produkt ist anders. Ich kann nicht verallgemeinern, sondern ich muss für diese spezifische Situation recherchieren, denken, kombinieren, testen, neu, also das Feedback nehmen, aufnehmen, möglicherweise neu nachdenken, wieder testen
nochmal Feedback. Also es sind so Iterationsschleifen. Das Design Thinking kann das ganz gut darstellen, wie ich so allmählich mein Konzept verbessere. Mhm. Das, ja. Also es gibt ja auch bei unserem Summit, ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat, aber bei unserem Summit kommen ja auch extrem viele Gründer und Gründerinnen, die schon sagen, schon mal in den Ring gestiegen sind, die schon ein Problem gelöst haben und das unternehmerisch und dabei selber auch erfolgreich und glücklich geworden sind. Also bei unserem Summit werden wir auch viele Bücher von den Speakerinnen haben, wo man sich auch mal reinlesen kann und auch die Speaker hautnah erleben kann und auch sehen kann, okay, was ziehe ich mir daraus für mein eigenes Leben als Lehrer. Jetzt ist noch eine Frage hier reingekommen. Ich würde sagen, die nehmen wir noch. Es ist 5:05, also wir haben noch 5 Minuten. Die letzte Frage, welche Projekte möchten Sie aktuell gerne noch angehen? Ich selber? Ja. Also, ich würde gerne dieses Thema Transparenz angehen. Mhm. Also, um wirklich vergleichen zu können, braucht man Transparenz. Und Vergleich ist wahnsinnig wichtig. Immer dann, wenn ich Interesse und auch dem Wunsch, etwas Gutes in der Ökonomie zu tun. Also wenn ich mit Arbeit und Recherche etwas auf die Beine stelle, was ein gutes Produkt ist, was ein ökologisch auch vernünftiges Produkt ist, was vielleicht auch so innovativ ist und ohne teures Marketing auskommt, dass ich sogar auch noch on top of allem anderen einigermaßen preiswert sein kann, dann habe ich natürlich gute Karten. Und ja, im Kern geht es immer um diesen Marathon, das Konzept auszuarbeiten und dann den Vergleich mit anderen. Und zum Vergleich gehört Transparenz. Und ein Projekt, das mir noch vorschwebt, das ich gerne machen möchte, ist sowas wie eine Transparenzplattform, wo Unternehmen, die nicht die Herstellungskosten, die Einkaufskosten mal 10 nehmen oder mal 20 und sagen, es ist halt teuer, sondern die sagen, ich kann das auch preiswerter machen, ich kann es geschickter machen, ich kann es intelligenter, sparsamer, ökologischer und so weiter machen. Und dass sich solche Produkte in der Öffentlichkeit behaupten. Und das heißt, ich brauche Transparenz, ich brauche eine Plattform. Und ein Kriterium für diese Plattform wäre zum Beispiel, dass der Einkaufspreis oder die Herstellungskosten nicht stärker als mal 3 beim Käufer landen, beim Angebot landen. Das reicht eigentlich. Die Kampagne macht mal 2, also doppelt so viel wie der Einkaufspreis. Das ist nur ziemlich anspruchsvoll und auch erst nach vielen Jahren so entstanden. Am Anfang waren wir mal 3. Jetzt im Laufe von vielen Jahren sind wir mal 2. Also ich würde da ein bisschen toleranter sein. Aber Dinge machen, die vorzeigbar sind, dass man sagt, wir haben uns angestrengt, die Einkaufskosten, das kann ja Bio sein, das kann Fairtrade sein, also nicht an den Einkaufskosten oder an den Herstellungskosten sparen, auf keinen Fall. Dort alles das machen, was ökologisch, was ökonomisch, was sozial notwendig ist. Nicht an der Herstellung sparen. Aber an allem dem, was Marketing heißt, sparen. Das habe ich nur in vielen Jahren erlebt, dass das möglich ist. Und dafür eine Plattform zu machen, sodass Angebote, Gründungen, die wirklich gut sind an dieser Stelle, auch genügend Aufmerksamkeit oder jedenfalls mehr Aufmerksamkeit erfahren. Auf jeden Fall bekommen ja viele Gründungen auch extrem viel Aufmerksamkeit hier bei unserem Entrepreneurship Summit am Wochenende. Und da werden Sie ja auch eine Keynote halten, auch zum Titel The Berlin Way of Entrepreneurship. Vielleicht noch ganz zum Schluss, bevor die Stunde voll ist, können Sie 1-2 Sätze noch sagen, was uns erwartet in Ihrer Keynote? Also ich sehe große Vorteile in Berlin an Kreativität, an Austausch mit anderen. Das ist ein extrem guter Nährboden. Das kann man in eine Form bringen. Masterclass ist so ein Versuch, wo man qualitativ gute Konzepte ausarbeiten kann, beinahe am Fließband. Und das versuche ich darzulegen, dass man diese Chance von Berlin
nutzt. Und Berlin ist ja nur praktisch ein Begriff, kann das sein, European Entrepreneurship oder Kaiserslautern Way of Entrepreneurship. Also ein Versuch, das, was man an Möglichkeiten heute hat, und die sind riesig, zusammenzubringen, um diesen Marathon, den man laufen muss, bis man ein wirklich gutes Gründungskonzept hat, dass man sich da leichter tut und auch ein Stück weit die Erfahrung von anderen nutzen kann, auch meine eigenen Erfahrungen. Ja, das würde ich mir wünschen. Ja, vielen, vielen Dank. Danke auch für Ihre Zeit und ich freue mich, Sie dann live am Samstag im Henry-Ford-Bau zu sehen, bei Ihrer Keynote natürlich auch zu lauschen. Und ja, an alle, die noch zögern, wir würden uns freuen, euch natürlich auch zu sehen beim Summit. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und ja, vielen, vielen Dank und an alle Gründer. Ja, steigt in den Ring und arbeitet an eurem Konzept und versucht sozusagen mit eurem Konzept Probleme der Welt zu lösen. Ob es kleine oder große sind, sei dahingestellt. Aber Anfang ist auf jeden Fall die Devise. Vielen, vielen Dank.